Du bist vielleicht ein Durcheinander, aber jemand wird dich dafür lieben. Wahrscheinlich schaust du öfters in den Spiegel und fragst dich, ob du es überhaupt verdient hast, geliebt zu werden. Herrje, wahrscheinlich tust du das die ganze Zeit. Wahrscheinlich redest du dir ein, dass du nicht genug bist, dass es allen anderen prima geht, während du dein eigenes Chaos nicht in den Griff bekommst. Das Einzige, was du siehst, wenn du dich selbst im Spiegel betrachtest, sind deine Fehler. Das Einzige, was du siehst, sind die Gründe, warum du keine Liebe verdient hast. Am Anfang waren es nur ein paar kleine Unvollkommenheiten. Aber inzwischen haben sie sich so stark vervielfacht, dass du sie nicht mehr los wirst. Wer weiß, wann du dich das letzte Mal im Spiegel angeschaut hast und dir selbst gesagt hast, wie hübsch du bist oder was für ein schönes Leben du hast. Du sagst, du wärst ein Durcheinander und ganz verloren. Und ich sage, na und? Du wirst nicht für immer ein Durcheinander sein. Du wirst nicht für immer verloren sein. Und auch wenn du das Gefühl hast, nicht mehr klar denken zu können, auch wenn du dich eingezwängt und von allen anderen überholt fühlst, heißt das noch lange nicht, dass du ein hoffnungsloser Fall bist. Denn das bist du nicht. Du denkst vielleicht, dass du es nicht verdient hast, geliebt zu werden. Du denkst vielleicht, dass dich niemand jemals so lieben wird, wie du jetzt bist. Dass niemand überhaupt versuchen wird, über dein Chaos hinauszuschauen oder zu sehen, wer du wirklich bist. Dass niemand sehen wird, dass du besser sein kannst oder glauben wird, dass du eine strahlende Zukunft vor dir hast. Aber da liegst du wieder falsch. Es ist wohl wahr, dass du dich im Moment nur als ein Durcheinander sehen kannst. Du siehst nur deine Fehler und du hast das Gefühl, dass es allen anderen besser geht als dir. Aber um ehrlich zu sein, sind wir alle ein bisschen durcheinander. Wir sind alle ein bisschen kaputt. Und trotzdem sind wir alle dazu bestimmt, Liebe zu finden. Es wird jemanden geben, der alles hören will, was in deinem Kopf vor sich geht. Es wird jemanden geben, der all die Geschichten hören will, warum du so durcheinander bist und was in dir vorgeht. Es wird jemanden geben, der in dir alles finden wird, wonach er selbst gesucht hat. Merk dir diese Worte. Wenn du in den Spiegel schaust, denkst du, wer würde sich je in mich verlieben? Du fragst dich immer wieder, warum das so kommen musste. Warum musst ausgerechnet du um alles kämpfen? Und warum hattest du es nie leicht im Leben? Oft hast du das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Du hast das Gefühl, dass es nicht mehr geht und dass du es einfach nicht mehr aushältst. Aber wie dem auch sei, du bist kein Drückeberger. Du bist ein Kämpfer. Wie wärst du sonst im Leben so weit gekommen? An manchen Tagen dachtest du, du wärst erledigt. Du dachtest, du würdest es nicht mehr schaffen und langsam den Verstand verlieren. Und doch bist du immer noch hier, wohlauf und am Leben, in deinem chaotischen Leben, mit deinem chaotischen Kopf, aber immer noch auf beiden Beinen. Das Beste daran ist, dass jemand auftauchen und all das sehen wird. Jemand wird all deine Kämpfe, all deine Probleme und all die Male sehen, wo du hingefallen bist, aber auch wieder aufgestanden bist. Für diesen jemand wirst du keine Katastrophe sein, sondern jemand, der mit aller Kraft dafür kämpft, den Kopf über Wasser zu halten. Jemand wird dich von ganzem Herzen bewundern. Jemand wird all die Dinge lieben, die du an dir selbst hast. Jemand wird deine Narben sehen und sie küssen. Jemand wird all dein Durcheinander sehen und bei dir bleiben. Er wird dich nicht ändern wollen. Er wird dich weder in Ordnung bringen noch deine Probleme lösen wollen. Er wird nicht versuchen, dich zu retten. Er wird nur da sein, um deine Hand zu halten und dir zu zeigen, dass er dich trotz allem, was du denkst, liebt.
Und dass du trotz allem, was du dir auch immer wieder selbst einredest, ein wunderbarer Mensch bist. Jemand wird in dein Leben hineinspazieren, dein Chaos sehen und bei dir bleiben. Er wird dein Chaos sehen und Gott dafür danken, dass er dich genauso wie du bist zu ihm geschickt hat. Jemand wird dein Durcheinander mehr lieben, als manche deine Perfektion lieben würden. Dieser jemand wird warten, bis du dich selbst in Ordnung gebracht hast. Er wird deine schlimmsten Seiten mit denselben Vergnügen wie deine schönsten akzeptieren. Und es spielt keine Rolle, ob es ein Leben lang dauern wird, bis du dich in Ordnung bringst. Es spielt auch keine Rolle, wenn du dich nie in Ordnung bringst. Er wird sich damit abfinden. Er wird dich dafür lieben. Er wird dich so lieben, wie du bist. So verloren, wie du bist. So durcheinander, wie du bist. Er wird dein ganzes Selbst lieben, das nicht einmal du liebst. Er wird all deine Fehler lieben, all deine Narben küssen und dich für all deine Kämpfe bewundern. Denn wir alle verdienen es, so geliebt zu werden. Auch du, ob du es nun glaubst oder nicht.